Ich war am vergangenen Wochenende mit der Deutschen Bahn unterwegs von Lübeck nach Nürnberg. Das dauert normalerweise so 5 Stunden und 20 Minuten, genügend Zeit, um das hier zu lesen. DB Mobil, die Corporate Publishing Zeitschrift der Deutschen Bahn, produziert von Territory, der Gruner und Jahr Content-Tochter in Hamburg. Das Besondere an diesem Heft, es sind 66 Sonderseiten zur Fußball-WM in Russland mit drin und draußen. Immer wieder eine Überraschung. Es gibt 16 unterschiedliche Titelbilder. Mats Hummels ist nur einer von ihnen. Die Redaktion wusste bei Drucklegung noch nicht, welche Spieler es in den Kader der Nationalmannschaft schaffen. Deswegen musste ein bisschen geraten werden und es brauchte auch ein bisschen Glück. Das zeigt Fußball-Sachverstand. Davon habe ich wenig. Umso mehr bin ich gespannt auf das, was mich in dem Heft erwartet. Und das geht los erstmal mit ein bisschen snackable Content. 11 kurzen Geschichten. Mein Highlight ist der Friseur der Fußballnationalmannschaft. Mustafa Mostafa heißt er, hat einen Salon in Essen und da gehen viele Nationalspieler zum Haareschneiden hin. Die bekommen ihre Haare schön für sage und schreibe 12 Euro pro Kopf. Dann versucht das Magazin auch noch, uns die russische Seele ein bisschen näher zu bringen. Und das in einigen Kurztexten, unter anderem von der Moderatorin Palina Rojinski, die über ihr Heimatland, ihr Geburtsland spricht und Tipps fürs Wodka-Trinken gibt. Zum Wodka nicht immer nur trinken, sondern ordentlich essen, dann gibt es am Tag drauf keinen Kater. Insgesamt malt DB Mobil natürlich die sehr positiven Seiten des Sports. Die Unterhaltsamen versucht Vorfreude auf das Turnier zu schüren. Kritische Töne kommen am Rande vor. Unter anderem an einer Geschichte, in der es um die Eltern und deren Engagement für die Spieler geht und auch um die Abhängigkeit davon, dass die Jungs tatsächlich erfolgreich auf dem grünen Rasen sind und ordentlich Geld mit nach Hause bringen. Richtig polarisieren will das Magazin nicht. Was mir positiv auffällt auf den 66 Sonderseiten, dass kaum je die Deutsche Bahn erwähnt wird. Man kann fast vergessen, dass es sich um ein von dem Konzern bezahltes Werbeprodukt handelt. Der Werbehammer kommt ganz am Ende. Auf 12 Seiten gibt es quasi die gesammelten Werke der DB-Pressestelle. Aber auch da kann ich als alter Bahn-Nerd durchaus ein bisschen Nutzwert finden. Auf der vorletzten Seite gibt es eine Übersicht über die DB-Flotte im Fernverkehr. Alle 8 Züge in der Frontalansicht. Das ist natürlich was, das ich mir sofort abfotografieren musste. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.